Und willkommen hier bei Max Works. Ich bin immer noch der Max und wie ihr seht, geht es weiter mit meinem kleinen Kinderzimmerprojekt. Beim letzten Mal ist der Boden rausgekommen. Wie es mit dem Boden weitergeht, gibt es in einem weiteren Video, weil jetzt geht es erstmal darum, jetzt machen wir nochmal richtig Dreck. Wie ich beim ersten Video schon gesagt habe, ich brauche da unten noch eine Steckdose, weil das ist die einzige Wand im Zimmer, die keine Steckdose hat. Und deswegen machen wir die jetzt. Ich habe den Vorteil, ich bin im Dachgeschoss. Wir bohren uns da unten die Dose, dann schnitzen wir die ganze Wand bis nach oben und legen das Kabel über den Dachboden, damit habe ich am wenigsten Probleme. Dazu gleich eine Anmerkung, eigentlich gibt es Installationszonen in der Elektrik. Die liegen normalerweise 15 cm neben Türen und Fenstern und dann kann ich in der Höhe von 30 cm über dem Boden und unter der Decke meine Kabel verlegen. Diagonal liegende Kabel gibt es gar nicht und eigentlich auch mitten in der Wand liegende Kabel auch nicht. Also da einfach informieren, wenn ihr es richtig machen wollt, nicht so wie ich. Und haltet euch an Installationszonen. Für die Dose unten habe ich mir hier einen Dosenbohrer geholt oder so einen Kranzbohrer. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Meine ist aus Spargründen jetzt eine Nummer zu klein, aber ich breche mir die Dose danach einfach größer. Den einfach entsprechend der Dosengröße holen. Ich habe hier eine normale genormte Installationsdose, die ich dann da reinsetzen werde. Das sehen wir aber später. Und die Mauernotfräse, die habe ich mir gemietet, weil ich keinen Bock drauf habe, so viel Geld auszugeben für einen Schlitz. Und dazu erzähle ich später aber auch noch mehr. Jetzt machen wir erstmal das Ding hier. Also, Maske auf, Bohrenschützen, Loch bohren. Das war's auch schon. Die Luft ist dicker geworden. Aber das Loch ist schon mal drin. Loch drin, Schlitz braucht es noch. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe mir so eine Mauernotfräse gemietet, weil ich mir gedacht habe, warum nicht? Das macht man jetzt halt einmal. Nicht wundern über das Panzertape. Der Schlauchanschluss vom Staubsauger passt einfach mal 0,0 auf den von der Maschine und hier noch ein bisschen zum Schlauch entlasten. Ja. Die Maschine hat natürlich den Vorteil im Vergleich zu einer einfachen Winkelschleife. Ich habe schon zwei Scheiben drauf. Den Abstand kann ich mir hier mit solchen Distanzringen einstellen, wie breit ich meine Nut machen möchte und kann mir hier über dieses Konstrukt da die Tiefe einstellen, wie tief ich die Nut brauche. Ich habe das erstmal auf meine Parameter eingestellt. Weil ich nur ein Kabel reinlegen will, brauche ich den Schlitz nicht sehr tief und nicht sehr breit. Wenn ich natürlich ein Leerrohr einlegen möchte, brauche ich das Ganze entsprechend breiter. Das sind meine Einstellungen, die müsst ihr für euer Projekt selber finden. Ich probiere das jetzt einfach mal für mich aus. Soweit ich weiß, muss ich mir das so ungefähr anlegen und im laufenden Betrieb dann da in die Wand eintauchen, bis es vorne aufliegt und dann kann ich einfach die Wand nach unten fahren. Das ist jetzt mal die graue Theorie. Die Praxis wird zeigen, ob ich hier bis zu der Dose komme oder ob ich Richtung Kamera fahre. Das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Auch hier wieder Staubmaske. Kopfhörer und einen wirklich guten Staubsauger anschließen, auch wenn ich glaube, bei der Konstruktion, dass da trotzdem sehr viel in der Luft landen wird. Deswegen Maske drauf. Oh, ich bin so gespannt, ob das klappt. Ich glaube, zum Profi-Elektriker werde ich nicht mehr. Ich glaube, wir müssen kurz Pause machen, ich kann die Luft schmecken. Ja, Schlitz ist drin. Der Vorteil ist, die Hälfte ist schon mit rausgefallen. Das hat man auch gesehen, das hat auch gleich mal schön die Fräse verstopft. Deswegen ist hier dann kurz der Nebel aufgegangen und wir haben mal kurz Pause machen müssen. Jetzt ist natürlich der perfekte Zeitpunkt zu schauen, habe ich überhaupt tief genug gefräst? Bin hier so bei 17 mm.
Für einen Lehrer ist es zu wenig. Für meinen Zweck mit einem normalen dreiadrigen Kabel, wenn ich das jetzt so reinlege, mit mindestens einem halben Zentimeter Putz wieder drüber, reicht für die Zwecke vollkommen aus. Breit genug ist es auch, ich komme mit der Nagelschelle rein. Ja, wenn ihr natürlich einen Lehrer oder sowas einlegen wollt, müsst ihr wahrscheinlich breiter und tiefer arbeiten, je nachdem, was ihr einfach vorhabt. Ich nehme jetzt dann den kleinen Bohrhammer und werde das Ganze mal freimeißeln und noch bis unter die Decke meißeln, wo ich hin muss. Und auch unten bei der Dose bin ich, naja, ich will jetzt nicht sagen, nicht mittig rausgekommen, aber ich glaube, man sieht's. Das werde ich ein bisschen korrigieren. Und dann natürlich nur schauen, wie die Dose reinpasst. Und dann ist eigentlich der Schlitz schon fertig und kann das Kabel theoretisch schon rein. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das hier freigeklopft habe. Ganz kleine. Ich bin gespannt, wo ich oben rauskomme. Erwähnt, dass ich es hasse, in Decken zu bohren. Einmal mit Profis arbeiten, also nicht mit mir.